Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Fritjofs Kochecke. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis die vierte Folge an den Start ging, aber nun ist es endlich soweit. Yay! Vierte Folge ist da und ich hoffe dann auch bald die fünfte und die sechste natürlich auch. Also ich bin voll dabei, voll am Start. Jetzt geht's munter weiter mit dem nächsten Rezept. So, jemand hat geschrieben, die Sendung ist ihm noch zu unseriös, immer noch, obwohl ich schon Hemd trage. Ja, da habe ich natürlich gedacht, so ja, da muss ich ja was machen, ne, wenn die Sendung so unseriös ist, muss ich sie noch seriöser gestalten und das habe ich jetzt getan. Ich habe mir jetzt einfach zwei Hemden angezogen. Wir können da gerne mal gucken. Hier, ein Hemd, ne? Ist ja schon seriös und jetzt noch seriöser. Also mehr Seriosität kann man ja fast nicht mehr haben, ja? Also. Weshalb denn? Du bist mir einfach nicht seriös genug. Ich trage doch Hemd. Hast du denn den Hemd Werbespot nicht gesehen? Doch, der war richtig gut, aber ich brauche jemanden, der seriöser ist als du. Es tut mir leid. Warte, wir können doch noch reden über alles. Halt, warte doch. Ach, Mann. Bitte, warte. Ja? Du musst immer schön. Fast hätte ich die Blumen vergessen. Was? Mal. Aber, hey! Zeig dir, wie seriös ich sein kann. That ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. Hey. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause uptown funk gon' give it to ya. Cause uptown funk gon' give it to ya. Cause uptown funk gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Oh, stop. Oh, Fritjof, ich hab dir doch gesagt, ich brauch jemand Seriöseres. Ich weiß, aber... Ich trage zwei. Seriöser Hengst. Gehen, falls ihr zwei nicht... Das ist mir viel zu seriös. Mit solchen Männern will ich nichts zu tun haben. Raus! Aber Schatz... Raus! Und ja, viele von euch haben sich natürlich schon gefragt, wann kommt jetzt endlich das nächste Rezept aus dem Kochbuch für Männer? Und ich kann euch sagen, heute ist es wieder soweit. Heute koche ich wieder aus dem Kochbuch für Männer. Ich wollte euch nur die letzten Folgen mal zeigen, was man auch so aus dem Internet finden kann. Und da sind ja auch sehr kulinarische und originelle Rezepte dabei gewesen. Aber jetzt geht es endlich weiter. Kochbuch für Männer ist auch bestimmt für die Frauen interessant wieder. Denn die können ja diese Rezepte, die hier drin stehen, nicht kochen. Und darum seid gespannt, was es heute Leckeres bei mir zu essen gibt, ja? Und ich blätter gleich mal auf. Auf der Seite 90 findet sich ein ganz besonderes Rezept. Sieht man nicht alle Tage, hat man nicht alle Tage. Und das heißt folgendes hier. Könnt ihr lesen? Bratkartoffeln mit Speck. Ja.
Normaler Bratkartoffel kennt man ja sicherlich, aber mit Speck, meine lieben Leute. Mit Speck, das ist nochmal was ganz Besonderes und was ganz anderes. Und das wollen wir heute machen. Okay. Oh, hab ich den Schmacht, Alter. Was kann ich nur essen? Oh, was ist denn das hier? Was? Schnitzelkapresse? Spatzle? Okay. Was ist das eigentlich hier? Was? Für Männer? Aha, okay, das ist so ein Kochbuch. Vielleicht sollte ich da mal irgendwas draus versuchen, aber da steht, das ist nur für Männer. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es ist Zeit, ein Mann zu werden. Folgende Zutaten werden für heute benötigt. Einmal dieser schöne, wunderschöne Sack Kartoffeln. Dann haben wir Pfeffer. Brauchen wir Salz. Ein wenig Öl. Das ist Dill. Dill zum Würzen später. Auf jeden Fall ganz wichtig. Schinkenwürfel. Ne? So. Und jetzt fehlt noch was. Und das kommt aus dem eigenen Anbau heute. Aus dem eigenen Zwiebelanbau. Wir präsentieren Ihnen Friedjofs Schubladengarten. Hier wachsen unter anderem echte Neger, ich meine natürlich Schaumküsse, genauso wie leckere, saftige Tütenchips. Fehlt Ihnen die passende Rossmann-Tüte? Kein Problem, in der rechten Ecke befindet sich der Rossmann-Tütenbaum. Und die größten Platz nehmen natürlich die leckeren Sackzwiebeln ein. Das alles und mehr gibt es nur bei Friedjofs Schubladengarten. Nehme ich mal mit, ich möchte das euch gerne mal zeigen. Wunderbar, hier, nehmen wir mal raus. Iuiuiui. Ja, und nehmen wir uns auch eine schöne mit schön viel Kraut. Hier, die hat viel Kraut. So, diesen Auswuchs von der Zwiebel, das kann man einfach wunderbar essen. Schneidet man sich hier ab, ein bisschen. Ja. Hier. Das kann man einfach jetzt verspeisen, wenn man mal hungrig ist. Und gerade nichts zum Essen da hat, aber Zwiebeln auf Lager hat und die schon Triebe haben, dann wäscht man die einmal kurz ab. So. Und dann als kleiner Snack für zwischendurch kann man das wunderbar verspeisen. Ja? Mmh. Schmeckt wunderbar. Super. Das ist vielleicht so ähnlich wie Schnitt auch. Ja. Und so ab, kein Problem. Ja, Hammer. Super lecker. Kann ich nur empfehlen. Ne? Gerne auch selbst mal ausprobieren. Ich heiße Hans Zwiebel und bin Geschäftsmann. Immer wenn der kleine Hunger kommt, gehe ich gerne auf Zwiebelreise. Zwiebel, der knackige Snack für einen verführerischen Atem. Alles Zwiebel? Oder was? Hier schon einen Topf mit Wasser aufgesetzt. Der ist jetzt auch schon soweit erhitzt. Und jetzt können wir dort noch Salz hinzugeben, weil wir brauchen Salzwasser. Da geht noch was. So. So. Sonst packen wir einfach die Decke noch. Okay.
20 Minuten garen und dann gucken wir mal, ne? Dass da so qualmt und so das. Dramatisch sind nur ein paar. Die Bratkartoffeln werden noch ein bisschen mit Dill verfeinert. Zum Abschluss und dann serviert man erst, ja. Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt schmeckt es erst. Das muss schon sein, man muss schon die Bratkartoffeln ordentlich mit Tee. Seht ihr das? Da muss schon was dran. Gut. Jetzt aber, jetzt kommt der Geschmackstest. Super lecker. Boah. Das ist geil. Mit dem Tee noch. Das ist große Klasse. Da weiß man erstmal, was richtig schmeckt. Nämlich das hier. Alter. Große Klasse. Super lecker. Ich könnte mich reinlegen. Großartig. Genauso nachkochen. Super lecker. Gibt nichts Geileres. Ihr macht das genauso. Habt viel Spaß dabei beim Nachkochen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass die nächste Folge wieder ein bisschen schneller kommt. Also
Freut euch schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.